Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir sind gerade auf dem Weg zu unserer kleinen Station, zu unserer kleinen Bauproduktion da oben, die wir hochgeschossen haben und delivern gerade unsere wichtigen Teile. Wir sind gerade auf dem Flug zu 75.000 Meter, genau, ich will da einen Kilometer sagen, aber denke mir dann so, das ergibt gar keinen Sinn. Und haben auch unsere wichtigsten Sachen dabei, damit wir die Produktion starten können. Jetzt sind wir bloß noch auf dem Weg und wir haben diesmal ein bisschen anderen Start gemacht. Sind direkt näher dran. Auch von der Höhe her besser passend. Schauen wir mal, ob das sich was bringt. Wir nehmen immer noch Abstand sozusagen zu unserer Station aktuell, aber wir sind relativ nah dran, würde ich sagen. Was natürlich auch vorteilhaft ist. So. Oh, jetzt hat es sich gegengedreht. Es hat auf jeden Fall mehr Drehkraft wie sonst. Und ich würde jetzt auch die Triebwerke wieder aktivieren. Damit wir alles ein bisschen erhöhen. So. Jetzt geht der Speed nach oben. Ich werde jetzt hier ein bisschen mehr drauf achten, um den Abstand zu regeln. Dass das alles schön bleibt. Ja, das ist doch gar nicht schlecht geworden. Hinten haben wir jetzt 79, kann das sein? Ja, dann. Ah, fuck, jetzt habe ich den. Okay, wir müssen noch einmal umdrehen. Ich habe vergessen, ich habe ja noch den fetten Booster dabei. Und den müssten. Aber ich habe jetzt nicht RCS eigentlich aktiviert gehabt, meine Freunde. Jettison Fairing. Denn wir werden noch einmal schnell das ein bisschen runterschicken. Nochmal auf die 50 oder sowas, damit halt der Booster weg ist. Es bringt sich ja viel, wenn der dabei ist. Und hier seht ihr auch schon, hier ist die Bau-Construction Zone, die wir brauchen. Meine Vögel drehen auch schon wieder im Hintergrund durch. Vielleicht seht ihr sie da hinten. Ich weiß nicht, wie gut die auf dem Video zu sehen sind. So, wir werden das Ganze nochmal ein bisschen runtersetzen. Wir hätten noch 1000 Meter pro Sekunde drin, also das Ding könnte vielleicht sogar landen mit dem aktuellen Boost. Oh, warte mal. Oh, das war zu viel. Mann, ich schaue immer auf den falschen Punkt. Ich finde es gut, dass der sozusagen nicht dauernd RCS an hat, sondern nur sozusagen einen schnellen Schub gibt zum schnellen Drehen. Und wie gesagt, die ist auch ein bisschen anders gebaut wie die andere. Die andere hatte hier oben schön zu. Die hat in diesem Fall hier oben offen. Einen offenen Dockingport halt wegen deinem Transportgrund. So. So, und bei 40 oder sowas, 50 tun wir jetzt detachen. Aktivieren die nächste Stage. Ist jetzt. Wo sind wir jetzt? Wo? Das ist wieder genau dieser beschissene Punkt. Warte mal, wie mache ich denn das jetzt am schlauesten, damit ich das Manöver hinzufügen? So. Das Manöver führen wir jetzt dann gleich aus. Und jetzt sollten wir nämlich grundsätzlich schneller sein wie die Station. Zwar nicht um viel, aber um genügend, um aufzuholen. Und dann sollten wir auch dementsprechend bald auf unserem Punkt sein. Hier vorspulen. So, und jetzt machen wir mit R und H. Wir machen jetzt einfach direkt mit unserem RCS. Das sollte ja hoffentlich reichen. Ist das unser... Ah, nee, das ist unser Manöver. Oder wir machen es halt schnell so.
Ja, das schaut ganz gut. Das schaut ganz okay aus, denke ich. So, jetzt sind wir mit unserem kleinen Freund hier in der Umlaufbahn. Ist halt echt so eine typische. Es hat sowas von der SpaceX-Kapsel, finde ich. Also, wie gesagt, hier unten der kleine Trägerteil. Hier oben der Dockingport. Ist jetzt nicht genau gleich, weil hier fehlen natürlich dementsprechend noch die Sachen. Aber ich finde, sie schaut trotzdem schick aus. Und das macht sie auch ganz eigentlich cool zum Angucken. Aber ohne SAS schwingt das Ding immer so rum. Was wir auf jeden Fall gleich machen, wir tun unsere Antennen ausfahren, damit die Bodenstation testen kann, ob unser kleiner, sich da drin befindende Roboter alle Daten gut erfasst und so weiter. Wir müssen jetzt aber auch nur von hier unten geschluckt, genau. Das ist gut, dass er nur von unten nimmt aktuell. Man müsste gerade so niesen, ne? Ich müsste so niesen. So schlimm gerade. Ich habe dieses Kitzeln in der Nase. So. Jetzt spulen wir ein bisschen vor. Und schauen, wie wir langsam zunehmen. Wow! Und jetzt holen wir. Und meine Idee wäre jetzt eigentlich. Manöver hinzufügen. Nee, das war falsch. Hallo. Hallo. Mann, ich hasse das, wenn das so passiert. Manöver hinzufügen. Ich will doch nur schauen. Warte mal, also am besten wäre es wahrscheinlich, wenn ich einfach so mache, Manöver hinzufügen und einfach meinen Orbit drehe. Oder wie? Kann das sein, dass der Orbit, wenn ich den Orbit sozusagen nehme und anpasse? Nee, das ist größer machen, das macht den Abstand kleiner. Alter, da war es gerade. YOLO, okay, genau. Den Orbit wollen wir. Den Orbit wollen wir. 126 ms. Alter, das gehe ich ein. 6 Sekunden Schubzeit, Alter. What? Als ob das funktioniert. Also, das war jetzt vielleicht ein Orbit. Maximal. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir uns jetzt gedreht. Ich habe 1300 ms eingepackt. Als das so halt, dass wir genug Schub haben für jede Möglichkeit. Und wir brauchen vielleicht 200, 300 jetzt dann am Ende. Aber dies auch zum Ziel haben wir 26 Meter pro Sekunde Unterschied. Komisch. Bisschen Vorsprung noch. Jetzt dauern allein schon 20 Sekunden für mich zu lange. Das ist schlimm. So, komm schon. Na, wir machen jetzt hier einen langsamen Schub einfach. Punkt in 9 Sekunden, Punkt in 8 Sekunden. Vorsichtig nähern. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Komm schon. Das sollte eigentlich nearly perfect sein. 2,2 Kilometer reicht mir vollkommen. So ganz ehrlich, man kann es besser machen. Aber hey, was will ich denn? Ist die Frage, ist mein Ziel jetzt dann schneller? Bedeutet, ich muss aufholen, oder? Also würde er sich dementsprechend anpassen, dass wir sozusagen. Ja, mein Ziel ist schneller. Bedeutet, eigentlich müsste ich jetzt dann abbremsen gleich. Wie viel? 76 Meter. Was macht denn jetzt hier Bing? Hör auf, mich zu bingen, Junge! Entfernung 1,3. Aber wir haben jetzt eine Entfernung von 1,3. Und wir steigen. Warum ist das der nächste Punkt? Die sind ja auch schlau. Also genau, da musst du schon ein bisschen aufpassen. Die verarschen dich da großteils. Jetzt machen wir mit RCS den Rest.
Und dann richten wir uns zielmäßig aus. Und die Dinge haben ja auch dementsprechend viel Zündungen noch, weil ich jetzt überhaupt nichts gebraucht habe, wirklich. Was natürlich genial ist. Jetzt gehen wir so auf 20. Ja, das sollte passen. Gegenziel ausrichten. Ich sehe jetzt leider nicht den Abstand. Das ist irgendwie kacke, dass das jetzt nicht mehr so ganz funktioniert wie früher. Aber hey. So. Jetzt warten wir einfach, bis wir nah dran sind. Und dann können wir die ganzen Manöver machen. Das ist natürlich jetzt... Oh, spannend. Also ich finde allein schon, wie fett das Teil ist. Ne? Das ist schon irgendwie so... Üff. Sind auch aber erst gerade auch wieder... Also wieder so perfektes Timing. Genauso gerade drüber so. Also da vorne machen wir 1 Meter Abstand. Blöd, das dauert noch ein bisschen. Spulen wir mal ein bisschen vor. Ich habe immer Angst, dass ich zu schnell vorspule. Aber das Ding schaut halt auch dementsprechend groß aus. Das ist das Problem. Jetzt langsam einbremsen. Den Rest sollten wir mit RCS machen können sonst. Wir tun uns jetzt aufs Ziel ausrichten. Wir wollen nach oben als erstes natürlich. Darum schweben, damit wir das obere Teil abdocken können und manövrieren können. Gleich mal RCS aktivieren. Und die Flugrichtung. So. Bremsen, 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 bremsen. Junge, da kommt ein Solarpanel, Solarpanel. Na, schaut gut aus. Wir sollten es schaffen. Hallo Station. Alter, das Ding ist so massiv einfach. Das gibt's doch gar nicht. RCS aus. Ich würde mich gerne nach oben drehen. Nein, andere Richtung. So, weil jetzt tun wir hier Luken schließen. Bodenstation, seid ihr ready für die Coupling? Ja, wir sind ready. Und jetzt ist das hier unter eigener Kontrolle. RCS wird aktiviert. Setzt sich zum Ziel. Okay. Sollte von der Höhe circa passen. Wir machen jetzt hier mal RCS nochmal kurz aus, um es zu kalibrieren, das Teil. Ja, kalibriert ist er. So. Die Ring wird angepasst. Jetzt steht er gut. RCS wird aktiviert. Ich muss jetzt wieder die Finger finden, ne? So. Perfekt. Ah, schau, wie schön es dahin gleitet. Wir passen jetzt schön hier die Funktion an. Na, schick, schaut euch das an.
Wie schön es dahin gleitet. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Alter, wie schön ist jetzt dahin, Alter. Eine grandiose Punktlandung wird das jetzt dann. Angedockt. Luke öffnen. Luke öffnen. Jetzt wechseln wir zu der anderen Gruppe. Die kriegen jetzt auch ihr Ziel. Von hier steuern durch den Anschluss hat es... bisschen... Dockprobleme ergeben. So, perfekt. Drehung wird noch angepasst. Aktuell sind wir auf dem Abflug von der Station, das wir nicht wollen. Bedeutet, jetzt wird RCS aktiviert. Gegen den Schub gearbeitet und in die... in die Landefläche rein. So. Erstmal wieder in die richtige Position und dann gehen wir ins Docken über. Alter. Aber es, wir haben jetzt in wenigen Folgen das wieder hingestellt. Also wir haben schon Massenproduktion irgendwie. Wir stellen einfach so eine Bauproduktionsstelle einfach mal in so ein paar Stunden her, designen die, planen die und schießen die in den Orbit mit Skript sogar einmal. Also das große Teil ist ja immer noch das Original mit Skript. Ich habe da ja kein neues hochfliegen müssen, weil ich es nicht gefunden habe. Sondern ich war einfach zu doof heraus, zu mich daran zu erinnern, dass das ja keinen Roboter verbaut hat. Hupsi! Und jetzt muss ich es immer ein bisschen anpassen. Wir gehen schon langsam auf den Anflug zu. Da sieht man, wie schön das drauf zufliegt jetzt. Man hätte natürlich auch den anderen Mod nehmen können, wo du sozusagen von vorne den Dockingport siehst. Aber ich finde den hier, der hat schon einfach das Coole dran, dass du halt sozusagen steuerst mit Planung. Du siehst halt, kannst es halt besser steuern. Wenn du nur ein Bild hast, musst du halt natürlich dich über das Bild orientieren. Was natürlich dir nicht sagt, hey, du bist jetzt gerade ausgerichtet oder sowas. Jetzt gehen wir in den langsamen Docking-Mode. Natürlich, die FPS droppen selbst hier wie wahnsinnig. Also, ich bin echt froh, wenn Kerbal Space Program 2 Performance-Verbesserung rausbringt. Weil ich habe eine 390 drin und das Spiel laggt. Und das nicht wenig. Und docken. Nice! Jetzt sind wir mit der Station auch dran. Wir öffnen natürlich gleich mal die Luken hier. Wird sich zwar wenig bringen, aber es ist Routine. So. Ich hätte gerne... von wen haben wir denn hier nochmal alles drin? Wir haben hier drin Agnus. Also im Grunde alle Wissenschaftler, alle Techniker, die nicht so einen komischen Balken haben, sind noch wo falsch. Die werden jetzt direkt... Oh, warte. Irgendwie ist der ganz komisch gedreht jetzt. Junge, 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 Junge. Aber noch, ich kann den anpassen. Greifen und an Bord gehen.
Sollten wir noch einen, der da haben, der da drin ist? Sie kriegt gerade keinen Wilderer. Also Techniker, Techniker, Techniker. Jetzt müsste ganz hinten noch eine Technikerin sein. Yep. Und mal bitte kurz hier raus. Die FPS sind natürlich wieder am Schwitzen hier. Wäre ja auch ein Wunder, wenn nicht. Greifen. Und an Bord gehen. Schauen wir uns mal die Produktivität unserer Anlage an. Produktivität 10. Das ist natürlich genius. Und jetzt können wir auf 4 gehen. Pad 0. Select Craft. Alpha Centauri. Das war gleich Alpha Centauri, ne? Der schaut mir nach unserem... Ja, das ist Alpha Centauri gewesen. Laden. Das wird heftig. Das ist gebraucht und das ist must be 100%. Ja, schaut eigentlich ganz gut aus. Ich würde sagen, build. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Zeit sie uns da anrechnen. Alter, es laggt. Holy shit. 10 Tage. Was? Nur? What? Alter. Also eigentlich müssten wir das ja hier oben lassen, diese Station. Einfach nur für den Bau. Aber wenn wir sehen, wir können jetzt hier vorspulen. Da sind 10 Tage in-game. Das ist ja fast nichts, als ob das 10 Tage nur dauert. 4, 5. Schaut euch das an, wie schnell es geht. 10% schon. Hoppala, 15%. 20. Jetzt sind wir jetzt einfach hoch. Und wir sind bald bei 100%, würde ich sagen, ne? Verändert er schon die Geschwindigkeit, mit der wir uns drehen? Ich glaube schon, ne? Ja, er dreht echt runter. Weil ich wollte euch heute auf jeden Fall noch zeigen, oder vielleicht sehen wir das sogar, wie groß das Teil ist, wenn wir das da andocken. Und die letzten paar Teile. Alter, das waren jetzt 10 Tage Bauprojekt. Ich habe echt gedacht, dass das länger dauern wird. Aber 10 Tage bauen, das ist ja easy. Hier, Alpha Centauri. Delete und Close. Ah, der hat automatisch sogar einen angemacht. Also Alpha Centauri ist fertig. Wir müssen nur noch finalizen. Finalize Build. Oh Gott, es laggt. Es laggt so schlimm. Es laggt. Holy sh... Alpha Centauri? Also es muss eigentlich nur noch versorgt werden. So schaut es aktuell aus. Das Ding... 2 Millionen Oxygen passen in das Drecksteil rein. Ich glaub's ja nicht. Waste. Alter, Lithium-Methion. Wir haben 0 Oxidizer, können wir mitnehmen. Wir brauchen 100.000 Liquid-Methion in dem Teil drin. Ne, wir closen das jetzt mal bitte. Schaut euch dieses Teil einfach bitte an. Alter, der Ausblick. Schaut euch das an. Wir haben es geschafft, würde ich sagen. Ein massives Bauwerk einfach. Also das müssen wir schon lassen. Echt massiv. Leco mio. Was mir eigentlich auffällt, ist eigentlich, dass wir gleich keine RCS-Punkte dran gebaut haben. Aber für den ersten Bau ist es eh nicht schlimm. Hört sich bescheuert an, aber ist es eigentlich sogar. Weil wir können gleich ja mittlerweile sogar die RCS-Ports anbauen. Bedeutet, das ist einfach nachbauen. Aber Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge bringe ich das so weit, dass wir da schon die Schiffe da haben, die das tanken sollen fürs Erste, die Grundtankung vornehmen sollen. Wir haben einen Piloten, der wird da drin dann direkt einziehen.
Und dann wird das Teil released und macht den ersten Testflug. Wir müssen Nahrung reintun, Wasser, Flüssigkeiten und. Und das mache ich alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Alter, ist das...